Der Krieg in der Ukraine wird immer erbitterter. Die ukrainischen Streitkräfte leisten verzweifelten Widerstand und kämpfen gegen einen technologisch überlegenen Feind. Doch der Vorsprung der Russen bei den neuesten Waffen schmilzt, wenn auch langsam und schleichend. Die USA, Großbritannien und andere NATO-Länder beginnen, die Ukraine mit moderneren Waffen zu versorgen. Mit größerer Reichweite, höherer Treffsicherheit und größerer Zerstörungskraft. Ein gutes Beispiel für die Angleichung der Fähigkeiten ist die Lieferung der neuesten Haubitze M777 und 40.000 Schuss Munition, die durch die USA an die Ukraine geliefert wurde. Was ist das für ein Geschütz? Und warum sollte seine Anwesenheit einen bedeutenden Unterschied bei den Kampfeinsätzen machen? Wir sind Military News und legen los! Nicht umsonst wird die Artillerie als Gott des Krieges bezeichnet. Besonders gerechtfertigt ist dieser Titel in Kriegen mit einem starken, gut ausgerüsteten Gegner wie Russland. Und ganz besonders im ukrainisch-russischen Krieg. Angesichts der totalen Überlegenheit der russischen Luftwaffe und einer modernen, tief gestaffelten russischen Luftabwehr haben die ukrainischen Truppen praktisch nur eine Waffe, mit der sie Panzer, gepanzerte Mannschaftswagen und feindliche Feuerstellungen in einer Entfernung von bis zu 4,8 Kilometer zerstören können, ohne direkt mit dem Feind in Kontakt zu kommen. Die Artillerie. Aber leider war die ukrainische Artillerie bis vor kurzem sowjetische Artillerie schwerfällig und ungenau. Meistens handelte es sich um eine gezogene 122mm D-30-Haubitze mit einer Reichweite von 16 Kilometern und ein paar Einheiten von Selbstfahrlafeten und Haubitzen Mstar S, Hyazinth, Pion, Akasia und Gordvitsa. Doch nun soll sich das Bild schlagartig ändern. Die USA haben der Ukraine im Rahmen des Lend-Lease eine Charge der modernsten gezogenen 155mm M777-Haubitzen übergeben. Was macht sie so einzigartig? Zunächst einmal haben sie eine Reichweite von 24 Kilometern mit einer normalen Granate und 40 Kilometer mit einer superpräzisen M982 Excalibur-Granate. Deshalb können die Russen keine Munitionsdepots mehr in der Nähe der Frontlinie anlegen und keine gepanzerten Fahrzeuge und Arbeitskräfte anhäufen, um sie jederzeit in den Kampf zu bringen. Jetzt müssen sie diesen sehr wichtigen logistischen Hebel umlegen, was ihre Kampfhandlungen automatisch erschwert. Die M982 Excalibur-Lenkwaffe ist eine besonders beeindruckende Waffe. Sie verfügt über aerodynamische Ruder an ihrem vorderen Ende, die sich in der Betriebsposition ausklappen, nachdem das Geschoss das Geschützrohr verlassen hat und die Flugbahn der Munition im hohen Maße verändern kann. Durch das Vorhandensein eines Düsentriebs beträgt die Reichweite eines solchen Geschoss, wie wir bereits erwähnt haben, 40 Kilometer. Das Geschoss verfügt über ein Trägheitsleitsystem im mittleren Abschnitt der Flugbahn und ein NAVSTAR-Satellitennavigationsnetzwerk-Korrektursystem im Endabschnitt. Dadurch beträgt die wahrscheinliche Kreisabweichung nicht mehr als 10 Meter. Das heißt, alle Geschosse werden in einer Entfernung von höchstens 10 Meter vom Ziel abgelenkt. Wie die Praxis des Einsatzes im Irak gezeigt hat, fallen jedoch 92% der Geschosse in einer Entfernung von höchstens 4 Meter vom Ziel. Wenn man bedenkt, dass ein Panzer mehr als 4 Meter lang und ungefähr so breit ist und dass eine Granate fast 22 Kilogramm hochwertigen Sprengstoff enthält, ist fast jeder Schuss mit einer solchen Granate für einen Panzer tödlich. Gleichzeitig ist bekannt geworden, dass die Ukrainer von den USA in Echtzeit Informationen über die Koordination verschiedener russischer Militärziele erhalten. Der Einsatz der Haubitze M777 mit ihrer Lenkwaffe M982 Excalibur dürfte also sehr effektiv sein. Denn was bedeutet es, eine Kompanie oder Bataillonsgefechtsstand im Kampf zu zerstören? Nun ja, es zur Hälfte zu gewinnen. Und es wäre für die Russen sehr schwierig, diese Geschosse zu zerstören. Es ist weder eine Drohne noch ein Flugzeug. Seine Überschallgeschwindigkeit und seine geringe Größe machen diese Munition praktisch unverwundbar. Doch damit enden die Vorteile der Haubitze M777 noch nicht. Hier kommen wir zum zweiten. Und das ist das geringe Gewicht dieser Waffe. Eine 155mm Haubitze mit einer Reichweite von 40 Kilometern wiegt nur 4218 Kilogramm. Lass uns vergleichen. Die russische 152mm Schlepphaubitze Mstar B wiegt über 7260 Kilogramm, also fast doppelt so viel. Diese Zahl wird durch die umfangreiche Verwendung von Titan- und Aluminiumteilen in der Haubitze M777 erreicht. Natürlich hat dies den Preis der Haubitze auf fast 4 Millionen Dollar erhöht, aber dafür konnte die Mobilität deutlich gesteigert werden.
Das ist eines der wichtigsten Merkmale der modernen Kriegführung, in der Radaranlagen zur Batterieabwehr häufig eingesetzt werden. Wenn du nach dem ersten Schuss den Abschusspunkt nicht in einer Minute verlassen hast, wird in Minute 2 alles an diesem Ort mit dir zusammen zerstört werden. Das russische Militär und die Separatisten im Donbass setzen zu diesem Zweck gerne gerade Mehrfachraketenwerfer ein, die mit einer einzigen Salve ganze Landstriche umflügen. Aufgrund ihres Gewichts von 4218 Kilogramm kann die Haubitze M777 von jedem 2,5 Tonner, wie zum Beispiel dem Chevrolet Silverado, transportiert werden. Ja, die Ukrainer haben keine solchen Fahrzeuge. Aber es gibt zum Beispiel Crazy Trucks. Generell hat die ukrainische Armee eine große Erfahrung in der Nutzung von gezogenen Haubitzen. Sicherlich können sich einige unserer Zuschauer die Frage stellen: Warum haben die Amerikaner der Ukraine eine gezogene Haubitze übergeben und keine selbstfahrende? Die gleiche, zum Beispiel M109A7 Paladin, hat auch das Kaliber von 155 mm und kann Lenkraketen auf dieselbe Reichweite schießen. Aber er hat ein Raupenfahrwerk. Hier geht es um die Besonderheiten der Kampfhandlungen in der Ukraine. Um denselben Paladin schnell 200 bis 300 Kilometer weit zu transportieren, muss man entweder die Eisenbahn benutzen oder ihn auf einer asphaltierten Straße mit einem Traktor transportieren. Aber jetzt zerstören russische Flugzeuge und Raketen die ukrainischen Eisenbahnen und konventionellen Straßen, sodass die Transportmethode problematisch wird. Daher ist eine gezogene Haubitze unter diesen Bedingungen vorzuziehen. Außerdem hat die ukrainische Armee, wie wir bereits gesagt haben, große Erfahrung mit gezogenen Haubitzen. Wir möchten noch hinzufügen, dass die M777 aufgrund ihres geringen Gewichts sogar noch von Hubschraubern und Flugzeugen, wie dem USMC MV-22 Osprey oder CH-47, an einer externen Schlinge transportiert werden kann. Doch leider gibt es in der Ukraine bisher keine solche Ausrüstung. Der dritte Vorteil der Haubitze M777 ist das digitale Feuerleitsystem. Das heißt, die Georeferenzierung und das Zielen werden mit Hilfe eines Computers durchgeführt. Dadurch wird die Schussgenauigkeit auch bei konventionellen Munition deutlich erhöht und die Zeit der Zielerfassung verkürzt. Die Haubitze M777 wird von einer fünfköpfigen Besatzung bedient. Die Haubitze M198 zum Beispiel, die früher in den USA im Einsatz war, wurde von 8 Personen bedient. Die Feuerrate beträgt bis zu 7 Schuss pro Minute. Um ein objektives Bild zu vermitteln, sollte man die Nachteile dieser Waffe auch erwähnen. Den begrenzten horizontalen Schusswinkel von plus minus 29 Grad. Wenn er größer sein soll, muss er hochgerollt und manuell neu positioniert werden. Das schränkt die Manövrierfähigkeit des Feuers entlang der Front stark ein. Wir wissen nicht, wie kritisch dieser Nachteil an der ukrainisch-russischen Front sein wird. Aber insgesamt ist der M777 ein hervorragendes Kriegswerkzeug. Die Tatsache, dass neben den Vereinigten Staaten, die 999 M777 Haubitzen besitzen, auch mehrere andere Länder sie in ihrem Arsenal haben, spricht Bände über die hervorragende Qualität dieser Waffe. Australien hat 54 Geschütze, Kanada 37 und Indien 41. Der Vertrag bezieht sich jedoch auf 145 Haubitzen. Und nun werden diese perfekten Geschütze auch zur Bewaffnung der ukrainischen Armee gehören. Bisher ist die Rede von 100 Einheiten der M777. Und die US-Regierung hat gesagt, dass die erste Charge bereits geliefert wurde und mehrere Dutzende ukrainische Soldaten für die Bedienung dieser Haubitzen ausgebildet wurden. Nun müssen wir nur noch ein wenig abwarten, um zu sehen, ob diese moderne Waffe die in sie gesetzte Erwartung auch rechtfertigt. Ob sie der Ukraine in ihrem Krieg mit den Russen effektiv helfen kann? Übrigens, in verschiedenen Philosophien und Religionen symbolisiert die Zahl 777 Glück, Optimismus und Wunder. Nun, wir hoffen, dass die Haubitze M777 ihrem Namen gerecht wird. Aber was denkst du? Schreib uns deine Meinung dazu in die Kommentare. Vor allem, was denkst du über den russischen-ukrainischen Krieg im Allgemeinen? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Wenn dem so ist, gebt mir doch einen Daumen hoch, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns mit den verschiedensten neuesten Waffensystemen auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!